Spielmische, der Riesende lässt die Scheibe abspritzen. Hier wieder an der Scheibe, 2-gegen-1-Situation und die Scheibe drin. Das war dann klasse gespielt von den Lakers. Unglücklicher Scheibenverlust von Noro und dann geht es schnell. Riesen im Zusammenspiel mit Adi Wichser, der wartet und wartet. Kobach, der legt sich da ein bisschen unmotiviert hin, kann das Zuspiel auch nicht verhindern. Reichert, Williams, Platz für Good Luck, spielt nochmals auf Park, Williams frei an der blauen Linie, wann wird er angespielt, hier kommt die Scheibe, Schussversuch, sichere Parade, aber dann ist die Scheibe drin, Richard Park kann diesen Abpraller verwerten, Überzahl, Spiel ausgenutzt, zuerst der Abschluss von Williams, Scheibe prallt dann ab, unglücklich auf die Seite und Richard Park kann die Scheibe im leeren Tor unterbringen. Zwei, 3-gegen-2 Situation. Elias Bianchi in die Mitte gespielt und die Scheibe ist im Tor. Der siegbringende Treffer nach diesem Zuspiel von Elias Bianchi. Da wird noch reklamiert, dass bevor die Scheibe die Linie überquert hat, das Tor aus seiner Verankerung gehoben wurde. Aber Petretti, so scheint es aus meiner Sicht, hat hier den 2:1 Treffer erzielt. Doch wir werden es nochmal sehen. Also die Scheibe jetzt drin und David Ebischer, der dann mit seinem rechten Schlittschuh das Tor aus seiner Verankerung hebt. Und das ist der Auswärtssieg in diesem zweiten Playout-Spiel zwischen dem AC Ambrì Piotta und den Rapperswil Jona Lakers.